Schon zum zweiten Mal lädt die Stiftung Pfennigparade zum Sporttag auf die Insel in den Isarorn ein. Auf dem inklusiven Sportgelände der Insel gilt das Motto »Finde deinen Sport«. An verschiedenen Stationen können Sportarten entdeckt, ausprobiert und mitgemacht werden. Ebenso stehen überall Expertinnen und Experten für einen Austausch bereit. Eine Art Speeddating für Sport, kurz und kompakt, um viele neue Sportarten und inklusive Angebote kennenzulernen. Also wir meinen das Tanz für alle tatsächlich wörtlich und wir verwenden eine Methode, die heißt Danceability, die wurde seit den 80er Jahren von Alito Alessi entwickelt und Alito hat gesagt, wir müssen so arbeiten, dass wir durch die Methode, die wir verwenden und die Sprache niemanden isolieren und dann haben wir in der Konsequenz ein inklusives Projekt. Und meine Aufgabe als Leiter oder Alex' Aufgabe, wenn sie leitet, ist immer zu gucken, was der kleinste gemeinsame Nenner ist, damit wirklich jeder mit kann. Dass jeder mitmachen kann. Jeder. Also jeder. Nicht ausgenommen, sondern jeder. Man geht einfach hin. Gut ist, wenn man kommt, dass man pünktlich kommt, weil wir wirklich, dass wir pünktlich anfangen können. Und wenn man das erste Mal kommt, vielleicht ein paar Minuten früher, da kann man ein paar Worte miteinander sprechen noch. Wenn man Tanz für alle eingibt, kommt man eigentlich sofort auf die Seite momentan vom Guardini 90 und da kriegt man alle Informationen. Atme ein, Hände wieder an die Seite. Und atme aus, schieb die Hände nach vorne. Atme ein, komm zurück nach oben. Und als nächstes machen wir eine kleine Kombination, die Sonnengrüße. Vielleicht kennen die auch schon ein paar. Mit der nächsten Einatmung hebt die Arme über die Seite nach oben an. Mit der Ausatmung dreh dich nach rechts, streck den rechten Arm nach hinten. Atme ein, dreh dich zurück in die Mitte, heb die Arme. Atme aus, dreh dich nach links. Und dann beug dich einmal ganz nach vorne, lass alles hängen. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, kannst du dich einfach Richtung Beine legen. Yoga ist grundsätzlich für alle Menschen möglich. Also es ist eben vor allem wichtig, dass man die Kurse anpasst, je nachdem, welche Bedürfnisse vielleicht auch da sind. Aber es gibt ja auch diese allgemeine Vorstellung, dass man für Yoga zum Beispiel sehr flexibel sein muss oder dass man da bestimmte körperliche Voraussetzungen erfüllen muss. Und das ist mir eben auch sehr wichtig, zu zeigen, dass Yoga jeder machen kann.
Also es ist ein sehr rasanter Sport. Diese Rollstühle fahren 15 km/h. Also das geht schon ordentlich zu dabei. Und es ist halt ja auch ein sehr aktiver Sport. Also je nach den körperlichen Voraussetzungen kann man mit einem Handschläger spielen. Also da auch körperlich sich sehr einsetzen oder halt mit dem Festschläger, wenn man den Schläger nicht mit der Hand halten kann, am Rollstuhl fixiert. Also da ist für jede Einschränkung was dabei, dass man auch sinnvoll und fair am Wettbewerb teilnehmen kann. Jeden Donnerstagabend in der Halle der Pfennigparade in der Barlachstraße spielen wir Hockey, haben da unser Training und da einfach vorbeikommen und mal ausprobieren. Gerne auch mal vorab Bescheid sagen, irgendwie über Instagram oder Facebook. Basketball ist total inklusiv. Mädels können mitspielen, Jungs, Nichtbehinderte und auch Menschen mit irgendeiner Einschränkung. Jawohl, und Sitz vor. Sehr gut, Laura. Mimi, das schaffst du. Ah, der Levi hat ihn. Und das Besondere ist eigentlich, dass es wirklich eine der schnellsten Behindertensportarten ist. Das sind, meine Kids sagen oft, das ist wie Autoscooter fahren. Also die Kids, die nicht im Alltag im Rollstuhl sitzen. Genau, und das macht es so ein bisschen aus. Genau, wir freuen uns immer über Leute, die es ausprobieren wollen. Wir freuen uns über Helfer. Egal wie alt ihr seid, egal ob junge Mädchen, einfach mal vorbeischauen. Würden wir uns freuen.